In die Arena des Papptellers marschiert, im Wettkampfgewicht von 60 Gramm, in heißem Fett gebadet, siegesgewiss mit gleißendem Ketchupmantel, Spitzname Fast Food Rambo, die Kaloriengladiatorin Currywurst. Mit 63 Millionen Verkaufserfolgen jährlich. Triumph zum 40. Jubeljahr. Doch die Erfolgsstory wurde ihr nicht an der Wiege gesäumt. Wie fing sie doch bescheiden an? Der Spießchenzeit unserer Tage. Hier am Checkpoint Charlie begegnet The Boleyn Curry dem Rest der Welt. Alliierten amtsausübenden Hoheitszeichenträgern ist eine Stellungnahme leider untersagt, zumindest offiziell, während des Dienstes. Sozusagen Ketchup-Flecke auf der Uniform. Nach Dienstschluss ist es anders. Gratulationen. Congratulations to the Currywurst for their 40th anniversary. Happy 40th birthday to the Currywurst. Congratulazioni dall'Italia per il 14esimo anniversario di Currywurst. 我从台湾来，现在是 40年 of Currywurst. Vom Gebärkertal erbitter Mulderweg Currywurst. In der Einflugschneise an der Friedhofsmauer auch hier die Curry-Ausgabe. Ein Fan verleiht seiner Freude Ausdruck mit dem bekannt imbissigen Charme des Berliners. Wie gesagt, die Wurst wird 40 Jahre alt, also die scheint ziemlich frisch zu sein hier. Wenn die 40 Jahre alt wäre, würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr essen. Ne? Hier floriert mit dem üblichen Angebot das Geschäft 12 Stunden täglich und seit 15 Jahren. Aus einer Holzhütte wurde ein Container. Verarbeitet wird hier nur mageres Schweinefleisch, wie Herr Kutlua aus der Türkei betont. Türkei? Und was ist mit Dönerkebab? Wenn Dönerkebab da ist, geht alles durcheinander. Ach so. Nee, das war sehr gut. Ja, ja. Rathaus Mücke. Denkmalpflegerische Bannmeile. Die Wurstbude sei hier ein optisch unverträglicher Fremdkörper. Nach Abwägung aller Umstände nicht weiter zu dulden. So Stadtrat Branona hochmütig. Stadtbildpflege vor Gaumenfreude? Oder möchte er neidvoll den freiwilligen Publikumszuspruch umleiten ins Rathaus? Ja, also wir hatten schon Unterschriften gesammelt. Und es hat bis jetzt alles nichts genützt. Weil Herr Branona, der stellt sich im Moment quer. Weil die uns hier immer sehen und alles. Das ist für uns sehr schlecht. Einem häufigen Besucher dieser Orte der Menschlichkeit sei nochmals das mahnende Wort gegeben. Volk von Berlin, schaut auf diese... Auf diese Wurst. Berlin am Abend. Ein neonheller Wurstarchipel. Inseln des Glücks. Auf dem Heimweg zum Beispiel kurzer Stopp bei Krasselt. Mit kühlem Kachelluck Stadtplaners Wunschbude. Curryverzehr Open Air. Freistehend. Polsterschonend. Die Wurstausgabe durch Herrn Köhring atmet entertainend. Wir sind die zwei, es gibt nur noch zwei Läden in Berlin, die die Currywürste nur auf Stäbchen zurecht machen und nicht schneiden. Und unsere Gewürze, Curry und Paprika, machen wir getrennt drauf. Dann kommt Worcester auf die Currywurst, was heute noch sehr selten nur verwendet wird. Und unser selbstgemachter Ketchup, der ohne Konservierungsstoffe und ohne Bindemittel ist. Gute alte Tradition. Höchste Zeit, sie in einem Museum zu konservieren. In der Kongresshalle? Nein, da gibt es ja schon das Haus der Weltkulturen. Oder wie wäre es mit einem Wahrzeichen? Zum Beispiel auf dem Platz der Luftbrücke, an der Hungerhake, zum 40.